Patrick Golombek und die Stuttgart Rebels hatten nach der Niederlage im letzten Heimspiel gegen Zweibrücken etwas gut zu machen. Sie trafen auf den Hauptrundenmeister der Vorsaison, die Pforzheim Bisons. Stuttgart in Blau von links nach rechts. Die erste Chance allerdings sollte erstmal den Pforzheim Bisons gehören, direkt hier, kurz vor Ablauf des Powerplays. Kontergemöglichkeit, Leon Rausch, aber Golombek macht den ersten wichtigen Save in diesem Spiel. Bleibt da gnadenlos. Dann Rebels mit viel Druck auf das gegnerische Tor. Hier der erste Tippversuch. Und dann 1:0. Patrick Eisele trifft zum ersten Mal an diesem Abend für die Stuttgart Rebels. Zwischen Goalie und Pfosten aus schier unmöglichem Winkel. Auch hier rutscht der Puck dann fast durch. Aber Golombek erneut akrobatisch hält den Puck auf der Linie fest. Wir sind dann schon in der 14. Spielminute. Wieder Eisele schießt und nutzt seinen eigenen Rebound. Macht sich ganz lang und erhöht auf 2:0. Ja, die Rebels eindeutig die bessere Mannschaft hier im ersten Drittel. Jetzt versucht Zwiencheck. Legt dann zurück in den Slot auf Matthias Wosterek. 3:0 in der 20. Spielminute. Verteidigung unsortiert bei dem Pforzheim Bisons und besser wurde es nicht. Denn nur 20 Sekunden später, 4:0, Yannick Herm vergoldet hier diesen Auftritt im dann zweites Drittel. Wieder Überzeigemöglichkeit für die Stuttgart Rebels. Pass Rückhand, Pass durch und auf einmal ist der Puck im Tor und der Schiedsrichter gibt's. Sehr diskutable Szene, eindeutige Kickbewegung von Christian Lehrs hier. Tor hätte in meinen Augen nicht zählen dürfen, nichtsdestotrotz. Tatsachenentscheidung, Videobeweis gibt's nicht und die Rebels machten weiter. 6:0 in der 25. Spielminute. Yannick Herm, Doppelpack, Stand jetzt. Und allmählich zerfiel die Defensivarbeit der Pforzheim Bisons. Jetzt Jesse Hackereine nach Traumpass. Sein erstes Pflichtspieltor für die Stuttgart Rebels. Die Freude grenzenlos beim 7:0 Treffer. Und die Bisons natürlich frustriert. Und dann hier dieser Check nach dem Pfiff bereits. Total unnötig von Steffen Bischoff. Eisele musste vorerst verletzt vom Eis herunter. Die Rebels aber alles andere als beeindruckt, eher noch motivierter. Jetzt Christian Bauf nimmt Fahrt auf, wird schneller als jeder IC und macht das 8:0. Coast to Coast. Was für ein Tempo von Christian Bauf und dann dieser Abschluss. Sebastian Trennholm zum 8. Mal geschlagen und Jakob Wosterek, der war noch lang nicht satt, der wollte noch mehr und dann Gegensätze in der Eiswelt. Marc Hemmerich, nahezu verzweifelt, betet seine Mannschaft an, wieder Eishockey zu spielen. Denkste, Christian Bauhof, 9:0. Und da waren gerade erstmal 30 Minuten gespielt. Und dann insgesamt, seit dem vorletzten Tor, sind nur 49 Sekunden vergangen. Patrick Eisele macht den Hattrick direkt unter die Latte. Und es ging einfach so weiter. Wer will noch? Wer hatte noch nicht? Lukas Willer zum 11:0. Ja, Aufbäumen gab es kaum von den Pforzheim Bisons. Dann endlich mal diese Chance. Leon Rausch immerhin zum Ehrentreffer. Freude natürlich verhalten nach dem Spielverlauf. Und die Stuttgart Rebels jetzt 39. Spielminute. Herm wartet ganz lang. Und legt den Puck an dem mittlerweile eingewechselten Jannis Wagner vorbei. 12:1 nach zwei Dritteln. Und es gab noch 20 Minuten zu spielen. Die Rebels legten fulminant los. 16 Sekunden gespielt. Jonah Heinz mit der Rückhand. Die Rebels wollten einfach nicht aufhören, Tore zu schießen an diesem Abend. Und so geht's weiter. Hier Devin Papin wieder allein auf weiter Flur, schießt, Rebound nutzt er selber. 14:1, zweiter Pflichtspieltreffer für die Stuttgart Rebels, der Neuzugang. Ja, und dann, wer hat noch nicht genug? Yannick Herm, abgefälschter Schuss von Lukas Willer zum 4. Treffer an diesem Abend.
Yannick Herm. Und er hatte immer noch nicht genug. Er wollte noch mehr, steht hier im Slot, wartet komplett frei. 16:1. Man musste sich schon die Augen reiben, wenn man auf den Spielstand schaute an diesem Abend. Ja, und dann 55. Spielminute. Es gab noch einen, der noch nicht getroffen hat, man mag es kaum glauben. Erik Strieska, 17:1. Der 10. Stuttgarter, der an diesem Abend mindestens ein Tor erzielte. Die Stuttgart Rebels gewinnen hochverdient in einem absoluten Torspektakel mit 17:1. Nächstes Heimspiel dann am 18. November gegen die Bietigheim Steelers Amateure, 20 Uhr freitags in der Eiswelt. Die Highlights wurden präsentiert von Black & White, Herrstudio Stuttgart.